Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zilonka. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22 und ich bin hier mit dem Fendt unterwegs auf der vorletzten Bahn. Wir werden hier nochmal Kartoffeln, wie gesagt, aussäen. Und das soll die vorletzte Bahn sein, weil die andere Seite des Feldes lassen wir für den nächsten Monat stehen. So haben wir dann in der Ernte auch zweimal im Prinzip auf diesem Feld Ernte. So, ich habe hier drüben bereits den John Deere losgeschickt und der soll hier jetzt mit der Fräse hier das Feld vorbereiten für die Aussaat von, ja, lassen wir hier mal die Karotten. Dort werden dann nächsten Monat die Karotten ausgesät. Und wir haben ja schon mal darauf hingewiesen, in der letzten Folge habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass wir ja prüfen wollen und werden, ob es denn wirklich dem entspricht, dass wenn hier mit dieser Fräse arbeitet, und es klingt für mich eigentlich auch logisch, denn man sieht ja auch, dass da unten einiges arbeitet, so ähnlich wie bei einem, bei einer Kreiselecke. Haben wir hier ja eine richtige Bodenbearbeitung und die Idee ist wohl tatsächlich, dass wenn man hier mit dieser Fräse vor das Feld für die Aussaat vorbereitet, man kein Unkraut hat. Ne? Also wenn wir jetzt hier drauf schauen, im Moment zeigt er uns kein Unkraut an. So, hier auch nicht. Aber wir haben bei den Kartoffeln, da zeigt er uns bereits Unkraut an, wobei das natürlich ein ganz anderes Thema ist mit dem Grimme-Pack. Jedenfalls hier mit dem neuen Paket, mit der neuen DLC, mit dem neuen DLC von Giants und den neuen Feldfrüchten, dass es eben dann doch so ist, legen wir hier diese Dämme an, dann haben wir kein Unkraut. Deswegen werden wir das auch so handhaben, dass wir die andere Hälfte des Feldes nicht mit Dämmen bearbeiten. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ob wir dann Unkraut entfernen müssen. So, was steht noch an? Wir werden also mit ihm hier noch ein bisschen auf dem Feld unterwegs sein. Und dieses Feld ist prädestiniert natürlich für die neuen Feldfrüchte, weil hier haben wir genügend Platz, um dann mit der Erntemaschine auch letztendlich zu wenden. So. Okay. Und ansonsten werden wir das Feld da drüben, neben unserem Hof, das ist jetzt nicht ganz so geschickt, weil wir da am Ende ja nicht so gut rüberkommen. Da werden wir höchstwahrscheinlich dann, denke ich, was können wir denn ansehen? Wir können diesen Monat Hafer ansehen, denn wir werden ja nicht nur diese Feldfrüchte machen, wir haben uns ja einen Drescher gekauft, aber überwiegend. Und wie gesagt, auf dem Feld da hinten, da werden wir, denke ich, ein bisschen was anderes machen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass der Kollege hier schon wieder etwas zu flott war. Okay. Das heißt, den müssen wir jetzt mal abfangen. Was, wie gesagt, ganz, ganz merkwürdig ist, ist wirklich hier diese Geschichte, dass er so viel hier in den Texturen freilässt. Ob das dann wirklich dann auch später bei der Ernte so ist, ich bin da noch ein bisschen am Zweifeln. Aber wir werden es auch gleich sehen, denn ich würde den jetzt hier auf einer Bahn mal zurückschicken wollen, um zu sehen, ob er dann tatsächlich hier noch was aussät. So, komm. Yep. Dann übernehme ich und wir fahren mal spaßeshalber, weil das ist eigentlich hier eine relativ große Bahn. So, das machen wir jetzt manuell. Lassen mal herunter. Ist er schon an? Ne, den müssen wir doch einschalten, oder? Augenblick mal. So, die Hilfe ein. Gerät auswählen. So, wir sind doch. Ja, ja, also wenn ich den Helfer loslaufen lasse, Legemaschine senken. Ich bin etwas irritiert. Macht er was? Tut er da noch? Ja, 37, 36. Also der tut da anscheinend irgendwie doch zwischendrin. Ja, okay. Da müssen wir mal schauen, ob diese Maschine hier wirklich, ich sage mal, in Ordnung ist. Oder ob die Probleme hat mit der Aussaat. So, da ist er jetzt auch fertig. Dann lassen wir hier nochmal kurz fahren. Dann ist er jetzt auch wieder fertig. Wir haben uns ja für diese Maschine entschieden, weil die eben auch gleich den Düngemitteltank dabei hat und dann eben auch entsprechend düngt.
Und da schauen wir uns jetzt nochmal, weil das ist immer das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Ja, die Bodenbewertung, die Umweltbewertung, wir sind immer noch bei 2%. Auch hier drüben tut sich noch nicht allzu viel. Auch was die Bodenbearbeitung angeht, sind wir hier wieder überall nur bei 50%. Also ich bin da wirklich sehr, sehr am Zweifeln. So, dann machen wir hier noch das letzte Stückchen. Und dann habe ich auch auf dem Hof ein bisschen was verändert, denn wir müssen als unser Material, wenn wir hier entladen, das Zeug irgendwo bunkern. Und da habe ich uns ein kleines Hochregal, ein kleines Regal mal besorgt und da bin ich gerade ein bisschen am Einräumen. Aber mit dem Fendt könnten wir dann eigentlich schon losgehen, denn wir haben ja uns eine kleine Saatmaschine gebraucht, gekauft. Und mit der können wir dann auf jeden Fall jetzt schon mal loslegen, eben das eine Feld hier, das direkt neben dem Hof ist, zu bestellen. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo packen wir jetzt das Gerät hin? Wir brauchen es im nächsten Monat. Dann würde ich doch sagen, für die zweite Hälfte Kartoffelaussaat stellen wir den einfach hier mal unters Dach. So. Und jetzt überlege ich gerade, wo haben wir denn jetzt wieder diese andere Maschine gebunkert? Ich glaube, in einer großen Halle. Ja, hier ist noch keine so richtige Ordnung. Ja, da hinten drin ist sie. Da müssen wir uns erst noch ein bisschen sortieren. Da kommen schneller die Maschinen auf den Hof, als dass der Hof eigentlich dafür bereit ist, die aufzunehmen. Aber gut, Platz ist eigentlich hier auf dieser Map ja kein Thema. Die gute Amazon. Sozusagen basic. Jetzt überlege ich gerade. Nee, da ist nur Saatgut drin. Saatgut haben wir nicht offen. Huch. Und dann werden wir die jetzt auch erstmal voll machen. Und schon wieder nicht aufgepasst. So, aufklappen. Schon wieder hier angedotzt mit der Maschine. Naja, ich glaube, die müssten wir eigentlich auch reparieren. Huch. Zack. So. Und Abdeckung schließen. So, was können wir jetzt ausbringen hier? Hafer. Hafer. Eigentlich nur Hafer. Alles andere macht keinen Sinn. Haben wir sonst noch welche Feldfrüchte? Nein. Hafer. Ja gut, das können wir dann auch schon wieder ernten im Juli oder August. Gar keine Frage. Das werden wir dann auch ganz normal verkaufen. So, muss man die Maschine ausklappen? Ich glaube nicht. Hafer. Ist das eine Doppelmaschine? Habe ich, sind da zwei Teile dran? Okay. So, jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Hafer. Okay, wunderbar. Ein kleines bisschen war ich jetzt irritiert. Okay. So, ich hoffe doch, dass der Fendt das Ganze hier ziehen wird, oder? So, da haben wir hier diesen kleinen Hügel, den wir mal bei Gelegenheit auch ausbessern müssten. Jetzt muss ich aber doch mal schauen, weil der tut sich ganz schön schwer. So, hier haben wir Sätechnik. Was braucht die denn? 50 PS? Hm? Okay. Kann gesät werden. Interessant. Kombination. Da haben wir irgendwas hinten dran, sehe ich gerade. Haben wir doch tatsächlich die Kombi mit dem Grupper? Okay, sind Radgewichte empfohlen. Das haben wir eigentlich. Okay. So, jetzt ist er uns in den Bach gefahren. Auch nicht schlecht. Kommt er hier raus? Ja, dann werden wir hier Vorgewände fahren müssen. Das hilft nichts. Ich habe so das Gefühl, dass der doch sich hier ein bisschen schwer tut mit der Amazon.
So, Dele. Dann fahren wir zwei Vorgewände, dann passt es. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, wie weit eigentlich unser Johnny ist. Denn ich habe so den Eindruck, die Hälfte des Feldes hat er eigentlich geschafft. Naja, okay. Lassen wir noch zwei Bahnen fahren, dann ist auch okay. So, in der Zwischenzeit packe ich hier noch den Rest des Kalks hier ins Regal. Ich glaube nicht, dass wir das nebendran hinkriegen, oder? Ich glaube, dafür ist es dann doch zu breit. Ah, doch, das dürfte sich eventuell ausgehen. Ah, doch nicht. Ja, da müssen wir ein bisschen enger. Also die Frage ist ja wirklich, ob man da genau zwei oder müsste man das... Sind die viereckig? Sind die genau... Nicht viereckig, quadratisch. Viereckig sind sie definitiv, aber sind sie quadratisch? So, jetzt kann man mal versuchen, dass wir den hier wirklich ganz weit drüben unterbringen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Regal genau nicht passt. So. Also das Anbauteil finde ich wirklich gut. Also das kann man auch wirklich auf den anderen Maps gut gebrauchen, falls man eben keinen Stapler hat. So, er ist mittlerweile wieder zurück. Okay, hier wendet er ohne Probleme. Aber wir kriegen das nicht nebeneinander rein, ne? Das wird nicht klappen. Nee, okay. So, dann packen wir einfach das andere hier oben drauf. Ich hoffe, dass wir da hochkommen. Ja, okay. Schade. Da brauchen wir dann wohl doch eher einen Teleskoplader oder etwas Ähnliches. Okay, also dann packen wir das da unten rein, aber dann ist es zumindest auch mal fort. Sehr schön. Dann klappen wir das auf und packen es wieder weg, weil ich glaube, sonst haben wir hier nichts rumliegen. Okay, so, wie weit ist der Johnny? Genau, dann lassen wir den nämlich jetzt hier diese letzte Bahn fahren. Dann haben wir das Feld hier soweit vorbereitet. Dann gibt es noch ein weiteres Feld. Denn wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hauptsächlich mit diesen Dämmen arbeiten. Denn meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir dann wenig Unkrautbekämpfung haben. So. Sehr gut. Also wie gesagt, das Thema ist ja wirklich, dass diese Maschine hier unten natürlich so jetzt da unten ja auch noch entsprechende Technik drin hat, die sich dreht. Ähnlich wie eine Kreiselecke, nur eben horizontal und vertikal. Und deswegen gut sein kann, dass das eben dazu führt, dass kein Unkraut im Boden ist und wir dann eben diese Unkrautbekämpfung uns sparen. Im Gegensatz dazu, als würden wir dann direkt die Aussaat mit der Sämaschine aufs Feld bringen. Und dann haben wir definitiv Unkraut, das wir dann bekämpfen, bearbeiten müssen. Zum Beispiel mit einer Hacke für die mechanische Unkrautbekämpfung. Da gibt es ja dann auch einige Geräte, Anbaugeräte hier in diesem Pack. Oder dann halt klassisch mit Spot-Spray-Technologie eventuell. Da müssen wir uns dann auch noch Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen, generell mit den Feldern, ob wir hier die Unkrautbekämpfung mechanisch machen, so ein bisschen Biobauer, oder ob wir dann doch hier mit der Chemiekeule hier rangehen. So, da drüben haben wir noch ein Feld. Auch ein schmales, längliches. Und das wollen wir dann auch eben nutzen für die Aussaat von den neuen Feldfrüchten. So, im Premium-Paket. Nee, wir fangen auf der Seite an. Ich glaube, das ist geschickter. So, gekalkt ist es auch. Dann schicken wir ihn hier auch mal los. So, und dann hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon das Thema angesprochen, eben wie es mit den Produktionen aussieht. Und da ist mir nämlich Folgendes aufgefallen, wenn wir hier jetzt mal reinschauen, und zwar in die Produktionen
vom Premium-Paket. Dann haben wir die Spinnerei und die Suppenfabrik. Und hier in der Suppenfabrik sieht es so aus, dass wir tatsächlich nur die Feldfrüchte hinbringen müssen, inklusive eben den Kartoffeln. Und dann können wir eben die verschiedenen Suppen machen, eben auch die Kartoffelsuppe. Und so wie es aussieht, brauchen wir wohl kein Wasser. Und somit ist für mich die Suppenfabrik prädestiniert, als nächste Produktion dann eben einzukaufen, damit wir dort sofort mit unseren Kartoffeln arbeiten können. So, die Konservenfabrik ist schon unser. Dann haben wir hier noch die Kartoffelverarbeitungsanlage. Und wie ich da vermutet habe, müssen dort Kartoffeln hin, aber eben Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Olivenöl. Sonnenblumen als solche haben wir ja schon geerntet, die haben wir im Lager. Ich habe dann auch einige aufgehoben und da müssten wir uns dann Gedanken machen. Ob wir eben dann auch in die Ölproduktion einsteigen. Und da muss ich jetzt gerade mal überlegen, haben wir hier denn diese Ölmühle? Nee, haben wir nicht. Weil es gibt natürlich einen schönen Mod, so eine schöne Windmühle. So, hier haben wir die Ölmühle, die kostet 80.000. Okay. Oder wir nehmen halt diesen Mod mit dieser Windmühle, dann könnten wir auch eben Getreide verarbeiten und eben auch die Sonnenblumen und Raps zu Öl verarbeiten. Okay, so, der Johnny zieht seine Runden. Wie gesagt, dieses Feld werden wir als Ganzes hier mit der Fräse bearbeiten. Und ich höre ihn, dass er schon wieder festhängt. Okay. Also, da haben wir ein echtes Problem. Da müssen wir doch von Hand anlegen. Ja gut, die Amazon war jetzt auch, eben günstig im Shop zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt für die ersten Male, wo wir ja noch nicht so intensiv dann hier in das Thema einsteigen werden, mit den klassischen Feldfrüchten. Aber über kurz oder lang werden wir natürlich auch hier Premium. Da gibt es natürlich auch neue Sämaschinen, die wir austesten wollen. Hier zum Beispiel die Falcon. Ja, mit 6 Metern, braucht 220 PS, ist also so ein bisschen was Größeres, ist aber auch eine Direktsaatmaschine. Also das heißt, da brauchen wir vorher nicht grubbern, beziehungsweise nicht, ja, pflügen ist wieder was anderes, aber wir bräuchten nicht grubbern. Und dann haben wir hier noch diese interessante Kombi, hier mit diesem Teil. Und das hier ist ein Tiefenlockerer, aber das hier ist die Sämaschine. Die macht 9 Meter, 225 PS braucht die. Und dazu braucht man aber eben dann in Kombination diesen Tank. Okay. Also das wäre auch etwas, was man hier mal ausprobieren könnte. So, da haben wir noch ein paar Selbstfahrer. Okay. So, das ist die Dampffräse, die wir im Moment haben. 160 PS, 3 Meter und dann gibt es hier diese große mit 6 Metern. Genau. So, was wir demnächst noch kaufen müssen, ist natürlich hier zur Aussaat. Und ich denke, da werden wir hier gleich diese 6 Meter Maschine nehmen können. 70 PS ist ja kein Problem. Jo, das sollte passen. Okay, also er kommt jetzt hier ein bisschen vorwärts, aber ein bisschen ist gut. Ich glaube, wir werden die Maschine reparieren müssen. Das hilft nichts. Weil ich glaube nicht, dass wir mit 6 km/h hier wirklich glücklich werden auf diesem Feld. Weil von der PS-Zahl müsste es doch passen. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob wir das hintere Gerät auch eventuell weglassen. Ob das dann funktioniert. Ich bin ein bisschen irritiert. So, weil hinten... Naja, jetzt reparieren wir mal und dann schauen wir mal. Naja, weil die Saatmaschine ist ja der hintere Teil und der vordere Teil ist ja der Grubber logischerweise. Aber da ist der Tank drauf.
Und ohne Tank wird das Ganze ja nicht funktionieren. Also ich bin da jetzt ein bisschen irritiert, weil mit der Amazon hier, mit der Kleinen, habe ich schon lange nicht mehr gearbeitet. Ja, aber wir sehen schon, dass der Zustand auch wirklich besorgniserregend ist. Gut, wenn wir schon dabei sind, dann tun wir das ganze Paket hier neu schnüren. Okay, jetzt ist sie repariert. Und tanken könnten wir gleich auch. Und dann können wir uns wieder in die Arbeit stürzen. Ja, das hier mit diesen Bächen und so weiter, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Die sind ja doch ein bisschen, ja, versteckt. So, jetzt schauen wir mal, ob er jetzt zügig, ich denke mit 10 bis 11 km/h müsste er doch hier übers Feld fahren. Okay. Ja, das sieht doch jetzt schon ganz, ganz anders aus. Und da zeigt es wieder mal, dass es natürlich Sinn macht, die Geräte zu warten. Denn dann arbeiten sie effektiver, zuverlässiger und in dem Fall eben auch schneller. So, wir machen schnell einen Thumbnail. Denn wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und es kann nie schaden, einen Fendt Favorit 514 auf seinem Thumbnail zu haben. So, ansonsten gilt wie immer, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich doch über ein Abo und natürlich aber auch über eure Kommentare und Likes sehr, sehr freuen. Das würde dem Kanal hier weiterhelfen. Weiterhelfen tut uns auf jeden Fall hier die Aussaat, nämlich dann im Herbst die entsprechenden Erträge zu erwirtschaften. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hat. Ansonsten, wie immer, verabschiede ich mich mit Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.